Dziękuję bardzo. Jako następny mówca jest pan. Danke. Der nächste Redner ist Herr Stadler. Herr Präsident, ich möchte mich meiner Vorrednerin, der Kollegin Angelilli, anschließen. Ich glaube, dass wir vor der Öffentlichkeit, vor der europäischen Öffentlichkeit, vor den Bürgern nicht mehr rechtfertigen können, dass wir einen Sitz haben, aber die gesamten europäischen, hier in Straßburg, aber die gesamten europäischen Institutionen in Brüssel konzentriert sind. Wenn wir also die politische Bedeutung dieses Parlaments aufwerten wollen, dann müssten wir gleich damit beginnen, den Sitz in Brüssel zu konzentrieren. Ich halte es für einen absoluten Anachronismus, der ausschließlich auf die staatlichen Interessen Frankreichs Rücksicht nimmt, für einen Anachronismus, dass wir immer noch mit einem riesigen Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg hin und her wandern, der unglaublich teuer ist und eine einzige Verschwendung ist. Da hat die Kollegin Angelilli völlig recht. Ich plädiere daher dafür, immer deutlicher zu machen und der französischen Regierung klarzumachen, dass dieser Sitz hier in Straßburg auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten sein wird. Dziękuję bardzo. Następny mówca jest pan Daniel Hannan. Schönen Dank, Herr Daniel Hannan. Thank you, Mr. Deputy. Schönen Dank, Herr Präsident. Also dieser Bericht ist emblematisch. Also das zeigt einfach die Machtlosigkeit der Demokratie und des Volkeswillen in Europa. Jeder Mitgliedstaat gibt es eine Mehrheit.